Donald Trumps Tagebuch. Liebes Tagebuch, habe beim Frühjahrsputz entdeckt, dass die Steckdosen in meinem Schlafzimmer immer noch keine Kindersicherung haben. Voll gefährlich. Lasse sofort meinen Sicherheitsberater feuern und präsentiere meinen neuen. Hat seine Augen und Ohren überall. Und Melania habe ich gleich mit ausgetauscht. Ach nee, ist immer noch die gleiche. Schade. Lasse dann meinen Golfrasen von kleinen Kindern fit für den Frühling machen. Bin sauer, weil dieses dumme kleine Blondchen nicht schnell genug vorankommt. Lasse auch sie feuern. Freitagmittag, Abflug zur Dienstreise nach West Virginia. Die Frisur sitzt. Zurück im Weißen Haus, gucke zur Entspannung ein paar Tage Fernsehen. Mal schauen. Meine Porno-Ex holt mal wieder alte Gamellen raus. Mein persönlicher Anwalt steht vor Gericht. Mega langweilig. Gucke lieber nach, was mein alter Freund Vladi so macht. Kaffeekränzchen mit dem blöden Assad. Warum bin ich nicht eingeladen? Bin beleidigt und schicke amerikanische Raketen nach Sibirien, Sizilien oder Syrien. Egal, eins von den dreien wird schon richtig sein. Lese bei Twitter, dass die Mission total erfolgreich war. Muss stimmen, hab schließlich ich geschrieben. Gratuliere mir selbst. Gucke zur Entspannung noch ein paar Tage Fernsehen und freue mich, dass der Ex-FBI-Chef Comey mich lobt. Comey vergleicht Trump mit einem Mafia-Boss. Cool. Höre dann, dass er das gar nicht nett gemeint hat, werde ihn auch als Ex-FBI-Chef entlassen. Melania erklärt mir aber, dass Minus mal Minus Plus ergibt und er als Ex-Ex-Chef ja dann automatisch wieder Chef ist. Puh, voll kompliziert. Hole mir Rat beim japanesischen Konfuzius. Kann leider kein Wort verstehen, weil der Loser kein Englisch spricht. Lasse mir aber nichts anmerken. Hab wie immer alles im Griff. Naja, fast. Egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Donald.